Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Pokémon Legenden Arceus. Ja, nachdem ich beim letzten Mal die Aufnahme beendet habe, habe ich gesehen, die letzten zwei Minuten irgendwie ungefähr, fing das schon wieder an mit dem Bild. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe jetzt einfach nochmal die Quellen rausgelöscht und nochmal neu erstellt. Vielleicht funktioniert es jetzt wieder. Dementsprechend, ja, wie gesagt, waren zwei Minuten, das werde ich so lassen. Ist relativ egal, ne? Weil nochmal das alles machen, habe ich keine Lust. Ist schon ein bisschen nervig, wenn das mal wieder passiert. Vor allem, dass das funktioniert so weit, ne? So, da wartet sie, ist mir aber egal. Wir gehen jetzt zu den drei Seen. Das Massenauflauf. Dann können wir den gleich mal mitnehmen. Ja. Was sagen die Bälle eigentlich? Okay, ja, das passt. Gut, wir haben ja eben noch einige bekommen gehabt. Können wir noch welche herstellen? Ja. Drei. Wow. Komm, dann machen wir Pokébälle. Für die Aufläufe. Mein Lieber. So, wo haben wir die denn? Da. Da, da, da. Ich hätte auch markieren sollen. Ich Vogel. Ja, markieren und nicht wieder wegdrücken. So. Ich bin echt so ein Hyopai manchmal. Komm, wir landen hier immer. Hui. Sneebus. Da. Guck mal, das ist ein Mogelbaum. Mogelbaum. Hallo. Okay. Da war noch eins irgendwo, ne? Geh weg. Hi, Mogelbaum. Verschwinde Paras. Nee, aus. Tschüss. Klar, kann mich von da unten aus sehen. Okay, wo haben wir die Kramox? Da. Geh mir nicht auf den Sack, geh weg. Das war zu hoch. Gefangen. Nehmen wir Pokébälle. Ihr habt mich nicht gesehen. Klar, er ganz hat mich gesehen. Geht weg. Hi. Jetzt mal fangen. Obwohl mich das viel nervt. Hi. Diese Pokémon, ne, die einen ständig sehen.
Es schläft gar nicht richtig, kann das sein? Oder doch? Hab dich. Hallo. Wow. Bleib da stehen. Okay. Die Pokémon, die einen immer hier nerven. Was hat mich gesehen? Das da? Geh mir nicht auf den Sack. Okay. Ja, ja. Betäubt. Du auch? Tja. Kein Schein? Kein Schein hierbei. Sieht zumindest danach aus. Okay. War kein Spy. Egal. Komm. Ist auch nicht schlimm. Hauptsache sowas erledigt. Hallo. Was machst du denn hier, Jungchen? Hi. Wenn das nicht Centus ist. Du kommst genau richtig. Ich habe nämlich einen Schatz gefunden. Na, habe ich dich neugierig gemacht? Wenn du willst, erzähle ich dir, worum es geht. Das ist mal wieder typisch Forschungstrupp. Neugierige Köpfe bringen die Wissenschaft voran. Das sagt der liebe Professor auch immer. Aber der Schatz ist zu wertvoll, um dir einfach so davon zu erzählen. Okay. Zeig mir, wie es um dein Köpfchen steht. Ganz einfach gesagt, kämpfe gegen mich. Nein, lieber nicht. Ich muss nämlich was nachgucken. Was? Ich bin mir sicher, dass sich der Schatz interessieren wird. Bist du am Kraterberg etwa ausgebrannt? Wow, wie nett. Ich werde nämlich einmal kurz hier die Aufnahme beenden, weil ich muss einmal ganz kurz was nachschauen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ja, es sah nämlich aus, dass... Ich habe so ein komisches Flackern drin gehabt, aber das ist hier gewesen, alles klar. Egal, gut. Ja. Ja. Mal gucken. Dann kämpfen wir mal gegen ihn. Mir ist klar, dass du stark bist, aber ich fordere dich trotzdem heraus. Für die Zukunft des Diamant-Clans. Warum mache ich das eigentlich? Eben wollte ich doch die Hauptmission machen. Oh, ein Fulikuba. Klar, 2, 3. Klar, greift zuerst an. Klappt ja gar nichts. Gut, zumindest ging das, ne? Okay. Offensive verringert. Lass nochmal Ruckzucki bein. Der Quan ist mal aufmerksam. Laubklinge.
Darf ich auch mal wieder angreifen? Sorry. Wow. Wow, wow, wow. Ja gut. Ich wollte gar nicht fliehen, aber gut. Amelie, Kanone. Tschüss. Das erste ist weg. Hey, das war ein Volltreffer, cool. Auf vollem Treiben mit der Polizei. Okay, die Attacke ging daneben. Erst einmal heilen. Bevor die wieder beim Zündern angegriffen dürfen. Okay. Nachteil war einmal weg. Attacke ging natürlich daneben. Und klar. Warum auch nicht? Die gehen mir auf die Nerven. Na gut, wegen Nahkampf, ne? Die anderen Attacken sind einfach schlecht. Ich wechsle jetzt einfach mal. So. Und tschüss. Na komm, wir schon eine coole Attacke. Natürlich darf er es jetzt angreifen. Mach immer so. Natürlich. Defensivkraft verringert. Das wäre mies gewesen, wenn ich jetzt nicht angegriffen hätte. So. Levelaufstieg. Eine fantastische Leistung hier. Leistung hier. Du kannst den Schatz haben, von dem ich gesprochen habe. Adamantkristall. Wird diese große Funkelkristall auf die Jäger angewendet, wird es von Kraft erfüllt und nimmt eine andere Form an. Oh, cool. Mein Großvater hatte diesen Schatz lange Zeit in seinem Besitz. Er hat immer behauptet, dass der Schatz ein wichtiger Gegenstand sei und mit den ewigen Sinn... Nein, dass er mit die Jäger in Verbindung stünde. Du hast das ehrwürdige Jäger gefangen, also bist du dieses Schatzes würdig. Und ganz nebenbei gesagt, ich bin froh, dass du es warst, der von Himmel gefallen ist. Du hast mir nämlich einen Weg gezeigt, wie ich mir mit Pokémon und mit der Welt interagieren kann. Okay. Komm, ich Stück. Drei Stück. Okay. Das haben wir auch. Das haben wir. Hat keine Wirkung, ich weiß. War auch nur eins. Von einem wirkungslos. Warum habe ich das eigentlich noch dabei, obwohl das das Schwächste ist?
Mhm. Ups. Ich drück da auch immer rauf, irgendwie. Habe ich das Item nicht gerade bekommen? Achso. Einsetzen. Diaga hat seine Form verändert. Ach, wir können es auch rückgängig machen. Alles klar. So. Jetzt haben wir beide Form. Kann das eine andere Attacken? Windhose? Antikkraft, Schlitzer, Drachenklaue. Juwelenkraft, Drachenpolz. Okay. Drachenklaue. Jo, mach ich so. Aber ich hatte auch noch nicht gemacht. Du, Attacke. Ist bei dem halt genau das gleiche, ne? Warum kann das eigentlich Hydropumpe? Drachenklaue. Erhält eventuell die Offensivkraft. Okay. Machen wir das so. Und? Ich bin so dumm. Nochmal. So. Ich hab voll falsch gedrückt gerade. So wie immer halt, ne? Ja, was ist bei ihm eigentlich? Attacken. Flammrad. Risikotech ist halt nicht so, naja. Das passt aber so. Zack. Okay. Dann haben wir das. Und die Pokémon sind nicht mal geheilt. Oder zumindest das eine. Oder die beiden. So, das haben wir. Und das. Dann wollen wir da unten hin. Wie gesagt, ich kenne die Dinger ja schon. Gut. Tobutz. Hallo, Tobutz. Sternschauer. Klar. Mythenkraft. Gott, ist das groß, ey. Holy shit. Man macht das wieder so wie in der Aufnahme davor, was ich gemeint habe. Ich habe einfach geworfen gehabt und meistens sind die gleich drin geblieben, die da sehen. Aber jetzt nicht. Klar. Warum soll das auch nochmal so klappen, ne? Weil diese Uhr-Dinger sehen auch so komisch aus, muss man sagen. Ne. Kampfhaltung. War es nicht eben Doppelschlag, was es gelernt hat? Oder einsetzen wollte? Und dann. Okay.
Klar, jetzt klappt das halt nicht, ne? Tschüss, Jäger. War klar. Gänge. Ich probiere es nochmal. Vielleicht klappt's ja. Nö. Ja, hört das nochmal. Okay. Schön. Schön. Jetzt bleibst du aber drin, komm. Das ist auch so merkwürdig. Beim letzten Mal hat das echt geklappt. Beim ersten Mal werfen. Und tschüss. Wow. Hat seine Haltung gelockert. Nö. Ja, das ist halt echt komisch diesmal. Warum erhöht das das immer weiter? Das ist so nervig. Klar, obwohl ich schneller war. Und die liegt gerade an meine Pokémon, ne? Warum geht das nicht wieder runter? Das erhöht halt immer weiter. Wow. Jetzt ist es normalisiert. Du willst mich doch voll kackeiern. Das ist halt wirklich merkwürdig. Bei der anderen Aufnahme ist es instant drin gewesen. Und jetzt? Will es einfach gar nicht. Okay. Manchmal klappt es ja auch, einfach einen anderen Ball zu nehmen. Ehrlich jetzt? Klar. Richtig. Aber es gab ja eh keine Erfahrungspunkte eben. Deswegen ist das relativ egal. So. Dann fliegen wir mal hier hin. Wir haben da echt so viele Sachen noch zum Einsammeln. So, wollen wir einmal kurz. Okay. 22 Pokémon. Jetzt haben wir. Okay.
Jetzt haben wir das. Jetzt gehorchen die höherstufigen auch besser. Hey, du hattest ja irgendwie deine Ware Metall in der Membran. Okay. Mechanische Kreissäge, mechanischer Schrank. Gibt es. Ist das für Rotom? Kann das sein? Und die sind scheiße teuer, die Dinge. So, dann wollen wir mal einmal. Hallo. Zack. Ups. Ja, hier ist ein neuer Rang. Wollen wir beim letzten Mal auch schon. Und dann ist das halt abgekackt, wie gesagt. Jetzt gehorchen die bis Level 80. Hyperbälle kann ich herstellen. Jetzt auch. So, ein Apfelkoko, zwei Eisenbocken und zwei Glanzsteine. Top-Tränke, Anleitung. Zitrusbeere und Königsblatt. Wir können die herstellen. Dafür brauchen wir einen Vitalknospe. Und das ist das. Ja. Gut, aber ich würde sagen, bevor wir das weitermachen, werde ich hier die Aufnahme beenden. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Pokémon Legenden Arceus. Bis dann. Ciao, ciao.